Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Tut. Ich möchte heute mit euch den Hemis First machen. Ein Knoten, der im Moment total im Trend ist. Ist eigentlich gar nicht schwer, besteht eigentlich nur aus zwei Strängen Cobra. Und die werden dann miteinander vernäht und da werden dann Perlen reingesetzt oder auch nicht. Ihr müsst jetzt auch nicht überall eine Perle reinsetzen. Es reicht auch, wenn ihr jede zweite macht oder ihr vernäht ein ganzes Stück ohne Perle, ein Stück mit Perle. Also da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Ihr müsst auch gar keine Perlen reinmachen. So, bevor ich es vergesse, ich wollte noch erwähnen, ich habe eine neue Facebook-Gruppe gegründet. Und zwar ist das die Verknüpft und Zugenäht-Gruppe. In der könnt ihr euch dann noch austauschen. Und dort stehe ich auch gern mit Rat und Tat noch zur Verfügung, soweit es mir möglich ist, euch zu helfen. Ansonsten hoffe ich, dass wir viele, viele Mitglieder werden und gegenseitig voneinander ein wenig profitieren. So, das hierzu und dann zeige ich euch jetzt, was wir alles brauchen. Wir brauchen für den Hemis First 3 mal Paracord Typ 3. Dann braucht ihr Paracord Typ 1. Dann braucht ihr einen Verschluss. Ich nehme wieder meinen Biotane-Verschluss. Ich setze euch hier oben wieder eine kleine Info rein. Wo ist es denn hier? Wie ihr eure Verschlüsse selber machen könnt. Genau, dann brauchen wir Feuerzeug. Wir brauchen Zange. Wir brauchen Schere und Maßband sowieso. Und dann gegebenenfalls, wie gesagt, diese Perlen. Ich habe jetzt das Großlochperlen genommen. Da ist der also der Lochdurchmesser circa 3,5-4 mm, also es muss auf jeden Fall so groß sein, dass euer 1er-Kord bequem zweimal durchpasst. Genau. Dann brauchen wir noch eine Paracord-Nadel und wenn ihr habt eine Paracord-Nadel Typ 1, ich habe jetzt keine, ich muss ein bisschen tricksen, aber ich zeige euch, wie das geht. Ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert genauso. So, dann wollen wir mal ausrechnen. Also ich brauche jetzt für meine Lady einen Halsumfang von 48 cm. Ich habe nur Miststifte. Ja, den sieht man, glaube ich, gar nicht so blendet. Also 48. Genau. Da jetzt der Hemis First nicht besonders dick ist, reicht es locker, wenn wir einmal Pi dazu rechnen für unseren Jig. Also plus 3,14, das ist unser Pi. Dann zieht ihr eure Schnalle ab. Je nachdem, was ihr habt, ob Aluschnalle oder ob ihr Zugstopp macht, das müsst ihr abrechnen. Das sind jetzt bei mir 7 cm. Und das Ganze gibt bei mir 44,14. Diesen Wert hier, den müsst ihr auf eurem Jig einstellen und mit diesem Wert rechnen wir jetzt unsere Länge weiter aus. Man sieht es echt schlecht, ne? So. Genau. Also, für unsere Führung, das ist hier meine Diamantene, die möchte ich auch wieder Diamant machen. Ich mache sie Diamant grau. Rechnet ihr euren errechneten Wert. 44,14 mal 15,5. Ihr könnt es ruhig ein bisschen großzügiger machen. Ich sage immer, lieber mache ich noch einen Schlüsselanhänger mehr draus, bevor ich dann am Ende dastehe und es passt nicht. Also bei mir kam jetzt raus 6,84 Meter. Ich werde knapp 7 Meter runter schneiden. Also 6,84 Meter. So, dann braucht ihr für die Farben hier in der Mitte von dem Cobra euren errechneten Wert mal 10,5. So, das ergab bei mir 4,63 Meter. Ich habe 4,70 Meter abgeschnitten. 4,63 Meter. So, dann von Typ 1 braucht ihr 5-mal ungefähr euren Halsumfang. Das müsste reichen. Also ich habe bei mir auch ein bisschen großzügig gerechnet. Ich habe 2,50 Meter abgeschnitten und von eurem
Lochperlen. Wenn ihr so machen wollt wie ich, dann müsst ihr pro Zentimeter eine Perle rechnen. Rechnet nochmal zwei dazu, vorsichtshalber, bevor es dann zum Schluss nicht reicht. Genau, so. Und dann kann man eigentlich auch schon loslegen. Ihr nehmt jetzt eure zwei kürzeren Cords, die ihr für die Innenfarben haben wollt, schneidet hinten und vorne die Enden ab. Da haben wir es schon. Und auf der anderen Seite genauso. So, und dann zieht ihr eure Seelen komplett aus dem Cord raus. Und zwar alles 7 Stück. So. Also ich mache das dann später weiter. Das macht ihr mit dem Grauen genauso, also mit der zweiten Farbe. Ihr müsst dann auch keine Angst haben, dass das nicht hält oder was, weil der ganze Zug, den ihr auf eurem Halsband habt, der liegt auf der Führung. Also die sind eigentlich nur ja, zum Schönsein da. Genau, also Funktion zum Halten haben die eigentlich nicht. So, und wenn ihr das dann gemacht habt und die hier die Seelen rausgezogen habt, dann nehmt ihr euer langes Paracord, das ihr für die Führung abgeschnitten habt, und macht Kosmetik 2.1. Ich habe auch da wieder extra Video gemacht. Hier oben blende ich euch wieder die Info ein. Dann sparen wir uns einfach ein bisschen Zeit für die Knoten. Genau. Also, wenn wir das haben, sehen wir uns gleich wieder und dann können wir auch gleich anfangen mit dem Knoten. So, ich habe dann hier meine Kosmetik aufgezogen. Ich habe jetzt Kosmetik 2.1 an meinem Verschluss. Ihr könnt es natürlich gleich an den Chick machen. Ich mache es nur noch mal runter, weil ich euch noch was zeigen möchte, dass man einfach schlecht sieht, wenn es schon auf dem Chick hängt. Ihr nehmt jetzt eure beiden flachen Cords, die ohne Seele. Und dann machen wir einen kleinen Trick. Wir schweißen die jetzt zusammen. Und wenn ihr die dann zusammengeschweißt habt, dann zieht ihr die Nadel rein. So, und jetzt geht ihr durch den mittleren Schnaufenknoten am oberen Ende. Und hier werden unsere Cords festgemacht. So, das Ganze zieht ihr auf Mitte. Ich spanne es jetzt schnell auf meinen Chick. Bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich auch soweit. Jetzt nehmt ihr eure schmalen, also eure dünnen Cords und geht von hinten hier in der Mitte wieder nach vorne, also zwischen den einfach Teilen und legt sie so nach vorne. Schön straff. Das andere macht ihr genauso. In die Mitte nach vorne. So, und jetzt geht's los. Wir fangen mal mit der linken Seite an, rechts packen wir mal weg. So, ihr nehmt eure schmalen Cords, legt sie übereinander und jetzt machen wir einen ganz normalen Cobra-Knoten damit. Also ihr legt grau quasi oben drauf und rosa in meinem Fall unten und dann geht ihr mit dem linken über eure beiden schmalen drüber und hinten rum und dann hier durch die Schlaufe nach vorne. So, wenn ihr jetzt weitermacht, dann geht ihr nicht so weiter, dass grau wieder oben ist, sondern ihr dreht euer Cord so, dass jetzt rosa oben liegt. So, und dann geht es zurück, wieder oben drüber, über die beiden, hinten lang und durch die Schlaufe nach vorne zurück. So, beim Festziehen aufpassen, dass sie schön übereinander bleiben und dann auch einzeln wieder ein bisschen festziehen, dass es schön gleichmäßig wird. So, jetzt muss wieder grau nach oben. Grau nach oben legen, drüber, hinten rum und von hinten nach vorn durch. So.
und andersrum, wieder oben drüber, unten lang und durch die Schlaufe wieder nach vorne. So. Ziehen wir das Ganze ein bisschen nach oben. Dann wieder grau oben drauf. So. Jetzt die andere Seite. Also wir hatten am Anfang hatten wir grau oben. Die muss jetzt auch wieder oben sein. Dass das schön parallel ist. So. Also wieder grau oben. Wieder über euer Kord legen, hinten rum und von hinten durch die Schlaufe. Jetzt muss rosa auf. Also eigentlich genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Jetzt machen wir das mal ein kleines Stück weiter, damit ich euch zeige, worauf ihr noch achten müsst. Also wie gesagt, die einzelnen auch immer noch ein wenig nachziehen, damit es schön gleichmäßig wird. So besser? Auch nicht unbedingt, ne? Also, rosa nach oben, oben drüber. So. Grau wieder nach oben. So, worauf jetzt zu achten ist, ist, dass ihr mit euren Knoten genau gleich seid. Also immer parallel, rosa parallel, grau parallel, rosa parallel. Und das müsst ihr besserum da schön parallel machen, dass immer zwei Kobras nebeneinander sind, weil sonst stimmt es später mit unserem Perl nicht. Ihr macht das jetzt bis runter und kontrolliert, dass es überall parallel ist. Macht's wenn es zu locker ist, schiebt es noch ein bisschen rauf, macht unten noch zwei mehr oder drei. Aber sie müssen halt immer, es müssen immer gleich viele sein und sie müssen schön parallel nebeneinander sein. Und wenn wir das haben, dann nehmt ihr das vom Chick runter und dann sehen wir uns zum Vernähen wieder. Also ich mache jetzt hier noch ein paar Knoten, dass ihr das vielleicht noch ein bisschen besser seht. Also wieder rosa oben drauf. Wieder grau obendrauf. Ihr werdet sehen, es geht auch alles hier total fix, weil der Kora ist wirklich ein sehr schneller Knoten. Ich möchte jetzt einmal Gelegenheit noch ein Video machen, wie ihr eine Kobra-Leine machen könnt. Die geht auch sehr fix. Und passt eigentlich zu so Halsbändern wie King Cobra oder Helmy's First ganz gut dazu. So. So soll das dann aussehen. Und immer darauf achten, dass die Farben abwechselnd oben sind. Dann hier oben drüber. Unten lang, vorne wieder hoch. So. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, ist der Rand hier außen immer in der gleichen Farbe. Und auf der anderen Seite muss er genauso sein. So. Und hier innen ist er dann
in meinem Fall grau und außen rosa. Hier innen grau und außen rosa. So, also viel Spaß beim Weiterknoten. Bis gleich. Wenn ihr dann fertig seid, dann sieht euer Halsband so aus. Jetzt kontrolliert ihr bitte nochmal, ob das wirklich alles parallel zueinander ist, ob auf jeder Seite gleich viel Knoten sind. Wenn nicht, könnt ihr das hier unten dann nochmal umändern, müsst halt ein bisschen schieben auf der Seite, wo es nicht passt, und ziehen, und dass das Ganze gleich ausschaut. So, dann fangen wir mal das Vernähen an. Ich habe jetzt hier eine Seite schon vernäht. Ich wollte das vorhin auf dem Video machen und dann irgendwie hat es nicht ganz geklappt. Also zeige ich euch das an der anderen Seite nochmal. In der Mitte habe ich jetzt hier einen Schlaufenknoten gemacht, und zwar aus meiner Kosmetik. Dafür habe ich meine zwei Cords nach hinten genommen und bin dann quasi, mein rechtes Cord auf die Nadel und bin dann quasi hier hinten hochgekommen. Also hier ging das Cord nach hinten und ich bin dann hier einmal rum und hochgekommen. So, zeige ich das mal mit dem Rosanen. Und dann stecht ihr auf der anderen Seite hier in den letzten Knoten wieder ein und zieht rum. Und dann habt ihr hier wie so eine Art Schlaufenknoten gemacht. So, also da raus damit. Dann dreht ihr das Ganze um. Und da ihr jetzt schon auf dem rechten eure Nadel habt, könnt ihr rechts vernähen. Ich vernähe links jetzt. Eigentlich nichts anderes. Ihr nehmt dann die Nadel und vernäht hier nach hinten. 6 Vs, also 6 solche Vs nach hinten. Und zieht wirklich schön fest an, weil auf diesen Schnüren liegt der ganze Zug, dass es anständig straff ist. So, ihr werdet sehen, es geht sehr schwer. Notfalls braucht ihr auch eure Zange, um die Nadel durchzuziehen. Oder rohe Gewalt. Wenn ihr solche Sachen mit der Zange rauszieht, macht es immer vom Körper wegwärts. Also Gewaltakte immer vom Körper weg. Weil wenn ihr ausrutscht, kann es passieren, dass ihr euch sonst mal einen Zahn ausschlagt. Mit der Zange im Gesicht wäre nicht so toll. Also immer vom Körper wegwärts. So, ja, hier haben wir 1, 2, 3, 4. Wenn euch das zu schwer ist, könnt ihr das natürlich auch Cord für Cord machen. Das ist natürlich auch kein Problem. Dann haben wir 5. Dann haben wir 6. Na, ganz prima. Da wollte er nicht mehr. Also, wieder zurück. Wenn jetzt sowas passiert, ich schneide jetzt hier den angeschmuggelten ab. Das letzte Stück, was hinten nicht so toll ist. Und dann schmeißen wir es nochmal. Auf die Nadel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Alles richtig fest anziehen. Dann nehmt ihr eure beiden flachen. Die müssen wir jetzt nicht zu doll anziehen. Was noch wichtig ist, ist, dass ihr wirklich
genug Knoten auf eurer Führung habt. Weil, wenn wir das jetzt vernähen und ich vernähe das jetzt nicht hier in die Kosmetik rein, dann kann es passieren, dass es sich irgendwann mal ganz aufschiebt. Und das sieht dumm aus. Also, ich möchte den jetzt aber trotzdem nicht in die Kosmetik reinmachen. Wir machen den jetzt gleich in die Cobra rein. So. Ich habe es jetzt wieder zusammengeschweißt und in die Nadel beide zusammen reingedreht. Mal gucken, ob es hält. Und dann vernäht ihr die hier. Zwei Cobra, also zwei V-Stiche nach unten. Und dann festziehen. So, knack hat's gemacht und drin ist er. Dann schneiden wir ab. Lasst ungefähr so einen halben Zentimeter noch stehen. Beim anderen auch. Das nehme ich immer so, um das richtig schön flüssig anzuschmelzen und dann hinzudrücken. Ich nehme jetzt hier meine tolle Spachtel. Die lege ich mir immer hier so drauf, damit ich meinen Quad nicht verletze und grill dann quasi hier so meine Quads richtig schön an. Vorsicht, Finger hinweg und dann richtig schön reindrücken. Das Ganze machen wir hier auch. So. So, ich habe jetzt tatsächlich noch eine alte Stopfnadel gefunden. Mit der funktioniert das natürlich auch. Am besten ihr habt zwei davon, weil die passen nämlich samt Cord durch eure Perlen. Ich werde jetzt die eine Seite mit einer Stopfnadel machen und die andere Seite mit meiner Typ 3 Nadel. Genau, also um euer Cord auf die Stopfnadel zu kriegen, müsst ihr es an einer Seite anschweißen und ganz flach drücken. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Dann drückt ihr das hier durch. Das könnt ihr mit der Zange noch fertig durchziehen. So. Und dann zeige ich euch, wie ihr das jetzt hier macht. Also ihr geht hier in die erste Schlaufe. Sehen wir es? In die erste Schlaufe hier stecht ihr ein. Müsst das von unten nach oben machen. Und die andere Seite mache ich jetzt meine Paracord-Nadel gleich dran, damit ich euch das auch mal gezeigt habe. Ihr macht einfach einen Knick rein und dann könnt ihr sie am Knick auf eure Nadel drehen. Und dann geht ihr durch die andere Seite, erste Schlaufe, von unten nach oben. So, das Ganze müssen wir jetzt mittig ziehen. Die Paracord-Nadel müsst ihr abmachen. Falls ihr eine Stopfnadel habt, könnt ihr sie dran lassen. So, und jetzt müssen wir hier auf die Perlen auffädeln. Die eine von der einen Seite, die andere von der anderen Seite. Wenn ihr das mit einer Paracord-Nadel macht, dann solltet ihr euch hier vorne euer Cord recht weit anschmelzen, damit es vorne schön stabil wird, weil dann könnt ihr es einfach besser durchschieben. So, dann bin ich so rum rein und dann muss ich hier da rum rein. Dann ziehen wir das ganz durch. Und dann geht's weiter.
So, die Seite, auf der ihr jetzt rausgekommen seid, auf der näht ihr wieder in die Schlaufe. Also wenn ich hier links rauskomme, geht ihr in die nächste Schlaufe von unten nach oben. Mit der Paracord-Nadel müsst ihr nicht jedes Mal bis zum Ende gehen. Ihr könnt auch hier vorne schon einen Knick machen. Müsst ihr dann eh gleich wieder runter machen, das kommt ja nicht durch die Nadel, durch die Perle. Und dann hier auch in den nächsten von unten nach oben. So, dann ziehen wir das Ganze ein bisschen an. Dann kommt die nächste Perle drauf. Wieder einmal von links rein, einmal von rechts rein. Bis vorne hindurchziehen. Und dann wieder linke Seite, linkes Band, linke Schlaufe von unten nach oben. Jetzt habe ich es dann. So, andere Seite. So, wieder anziehen. Und nächste Perle. Wenn ihr jetzt keine Perle haben wollt, dann könnt ihr es auch einfach so zusammennähen. Ohne was dazwischen. Oder ihr macht nur jede fünfte Perle rein und lasst dann fünf aus und macht die ohne zusammen. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So. Also ich denke, man versteht, wie das jetzt hier weitergeht. Immer schön auf der Seite, wo ihr rauskommt, rein von unten nach oben. Auf der anderen Seite genauso. So, immer festziehen und dann fädelt ihr eure Perlen immer auf. Einmal von links, einmal von rechts und weiter geht's bis nach unten. Und wenn wir das haben, müssen wir nur noch unser Einsatzkord vernähen und dann sind wir fertig. Wir machen das jetzt bis runter und dann schalte ich euch nochmal zu für unten, um das hier zu vernähen. Viel Spaß, bis gleich. So, wir haben unsere Perlen jetzt alle dran und dann Kameramalheur. Muss ich euch das jetzt so zeigen, weil es nämlich schon fertig ist. Also, eure beiden Enden kommen hier oben raus. Hier oben. Und dann nehmt ihr die quasi auf die Nadel oder auch auf eure Paracord-Nadel und stecht hier einfach in die Mitte ein. So. Dann kommt ihr hier unten raus und dann geht ihr mit dem Cord, das hier von der rechten Seite kommt, einfach nach links durch diese Schlaufe hier durch, hier rüber und durch diese Schlaufe hier durch. Dasselbe macht ihr mit der anderen Seite. Ihr stecht in der Mitte runter, sodass es sich hier ein wenig überkreuzt und geht dann auf die andere Seite rüber, einmal hier drunter. Und dann hier drunter. Das Ganze wird dann abgeschnitten und verschweißt.
Ich habe da auch wieder ein bisschen länger stehen lassen mit meiner Spachtel drunter, habe sie schön heiß gemacht und dann habe ich sie zusammengeschweißt. Hat einwandfrei geklappt. Und das war's. So, fertig ist unser schickes Halsband. Ich hoffe, ich konnte euch ja wegen was zeigen und ihr konntet mir folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht meinen Kanal abonniert. Da habe ich noch ganz viele andere tolle Videos. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Bis dahin, tschüss. Material und Zubehör findet ihr auf der Homepage docslashers-shop.com.